herzlich willkommen zu der Fortsetzung von dem Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Diese Folge wird von einer ganz bestimmten Person gesponsert, dessen Namen ich nicht erwähnen darf, die aber neben mir sitzt. Im allerersten Video war sie hier Gastauftritt. So, mehr dazu sage ich nicht. Auf jeden Fall, lang ist her. Wir gucken mal, wo wir stehen geblieben sind. Level 9, wie süß. Ja, ja. Ich sehe gerade, man könnte jetzt sogar neue Charaktere erstellen. Ich glaube, bei dem ersten Teil ging es erst, als wir das Spiel durch hatten. Naja. Auf jeden Fall habe ich hier meinen schönen Margin, der mir ziemlich ähnlich aussieht. Und die pinke Schuhe sind ebenfalls von der einen Person gewidmet. So, Verbindung, mal schauen, wie lange das hier dauert. Es lädt immer noch. Und gleich muss ich mal gucken, wie nochmal die Steuerung hier ging. Es lädt überraschend lange hier. Und ich habe einfach keine Geduld. So. Jetzt kann's losgehen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Winken, da ist es. Hallo, meine Freunde der Dunkelheit. So, jetzt habe ich meinen Spruch auch gesagt. Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Wie ging was? R1 war das hier. Ah, R2 macht das hier. Jetzt können wir gucken. Story-Event sind immer diese Flaggen. Eine ist hier, eine ist da. Eine ist da oben. Oh, ziemlich viele. Quest-Events. Gibt's eine? Mhm, und Expertenmissionen. Sehe ich ehrlich gesagt keine. Okay, was machen wir? Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Wir gucken uns mal diese Quest-Event an. Mit 4 kann ich ja so fliegen. Ah, L2, also beschleunige ich. Ah, ich sehe gerade, gibt es auch ein Teleportstation. Habe ich irgendwo gegengeknallt. Aber egal, rasen wir hier ein bisschen durch die Weltgeschichte. Uhu. Krillin. Vielleicht hat Krillin irgendwas für uns? Ansprechen hier. Hallo, ist das Wetter heute nicht wunderbar? Also, was willst du heute tun? Trainiere mich. Was willst du lernen? Gesamttrainingsstufe Max Anfänger. Okay. Aber diese Lektion habe ich doch alle schon. Okay. Warte mal. Gab es noch irgendwas anderes, was ich... Lass uns reden. Beobachte deinen Gegner genau und entfessle dann die richtige Technik, um ihn zu schlagen. Gratuliere. Gibt es wirklich nichts irgendwie, dass ich jetzt irgendwie Lektion 3 oder sowas? Oder muss ich dafür auch noch irgendwas Bestimmtes tun? Hier ist eine Quest-Event von einem Sanut. Sprechen wir die mal an. Du wurdest für die wichtige Mission ausgewählt. Ich bin einer deiner besseren Kameraden. Ich bin ja ungern zu direkt, aber ich würde wirklich gerne in einem Duell sehen, was du drauf hast. Sieh es als Lernen aus der Praxis und schone mich bloß nicht, nur weil ich eine Frau bin. Ich schone niemanden. Na los, zeig mir alles, was du kannst. Okay, manchmal fordern dich Zeitsoldaten, die du in Canton City triffst, zu einem Kampf heraus. Diese sind starke Gegner, die dir eine große Anzahl von Punkten einbringen. Wenn du einen besonders starken Zeitsoldaten besiegst, kann es sogar sein, dass du einen Dragon Ball bekommst. Alles klar, das ist doch schon mal eine gute Sache. Oh, Shinigami Aeon versus Sanut. Oh, hier meine Grinsebacke. So, mit R1 visiere ich an. 4 geschlagen, alles klar. So weit, so gut. Dreieck ist ebenfalls eine Kombo. Okay, mal schauen. Destructo Disc! Ah, maximale Ladung. So lade ich mein Key auf. So, jetzt habe ich's. Ey, uncool. Ah, mit X
Teleportiere ich irgendwie? Nee. Steh auf. Die Oran-Kombo. Es leckt ein wenig. Achso, zu Ende. Gewonnen. Überraschend einfach. Du bist wirklich so zäh, wie alle sagen. Das war ein toller Kampf. Es gibt viele Zeitsoldaten in Canton City. Wenn du mit ihnen sprichst, fordern sie dich eventuell zu einem Kampf heraus, so wie gerade. Aus Kämpfen bekommst du die Erfahrungen, die du brauchst. Für Siege kriegst du möglicherweise sogar etwas Besonderes. Sprich mit so vielen, wie du kannst. Setze dabei dein Training fort und streng dich weiter an. Ich habe ein 4-Sterne-Dragon-Ball erhalten. Ob das eine kleine Anspielung ist? So, jetzt lass mal nochmal gucken, gibt es hier noch mehr von diesen Quest-Events? Leider nicht. Was macht eigentlich dieser Rokaio schön? Er hat so ein... Ich spreche ihn einfach mal an. Hallo. Du hast dich anscheinend stark verbessert und dein Geschichtswissen ist auch nicht schlecht. Vielleicht solltest du versuchen, die nächste Stufe zu erreichen. Wenn du Interesse hast, sag dem Roboter dort, dass du einen Test ablegen möchtest. Wie wäre es, einige der älteren Kurse erneut zu absolvieren? Ausgezeichnet! Solide Grundlagen sind äußerst wichtig. Du hast wirklich was im Kopf. Also, was möchtest du nochmal durchgehen? Achso, das sind diese Parallelquests oder Herausforderungsquests, wie sie hier wohl anscheinend heißen. Ja. Wollen wir dies schon machen? Noch nicht. Nicht so schnell, Übung macht den Meister. Ja. So, Fortschrittstest. Hallo, du redest nicht viel, was? Ha, hallo, ich weiß deine Freundlichkeit sehr zu schätzen. Ich kümmere mich um den Fortschrittstest in dieser Einrichtung. Du kannst mich gerne Tester nennen. Hier bieten sich dir die Unterrichtsstile der besten Ausbildung der Geschichte. Manche Ausbilder erwarten ein bestimmtes Mindeststufe. Das solltest du im Hinterkopf haben. Aber keine Sorge, ab und zu erhältst du die Möglichkeit, einen Fortschrittstest abzulegen. Sprich mich an, wenn du einen Fortschrittstest ablegen kannst. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß. Ja, okay. Und kann ich einmal machen? Piep, piep. Du kannst jetzt einen Fortschrittstest ablegen. Wenn du einen Test bestehst, erhöht sich dein Rang und du erhältst Zugang zu weiteren Ausbildern. Möchtest du einen Fortschrittstest ablegen? Ja, machen wir es mal. Bestehe die Prüfung. Spieler-TP erschöpft. Zeit läuft ab. Ich muss also Yamshu, Tenshinhan, Krillin und Piccolo gegenübertreten. Und ich kriege eine Energieladung, was mir herzlich wenig bringt, weil ich die Maximumladung habe. Wenn du diesen Test bestehst, kommst du in die mittlere Stufe. Neue Ausbilder wollen dir neue Moves zeigen. Ah, okay. Heißt es dann, dass ich bei Krillin eventuell auch noch was machen kann? Nachdem ich das bestanden habe? Weil da stand ja irgendwas mit Stufe Maximum. Könnte ich mir vorstellen, dass es so abläuft, aber ich habe keine Ahnung. Fortschrittstest Anfänger. Okay. Also gut, dies ist ein Test deiner Fortschritte. Geschummelt wird nicht. Ich behalte dich im Auge. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es nicht unbedingt mag, dass der Controller mit einem spricht? Ich meine, ich finde die Funktion ja cool, aber... Ey, in diesem Spiel mag ich das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. So, ich kann Doppel-Destructo-Disc einsetzen. Mit der Power-Locke. Destructo-Disc. Und... Nochmal, Destructo-Disc. Dong. Oran-Kombo. Ah, ich glaube, das würde überleben. Ah, doch nicht. Sehr gut. Der nächste Gegner darf kommen. Es ist Tenshinhan. Oh, schade, nicht getroffen. Hey, uncool. Boom. Und Ermahnung. Ausdauer wieder erhöht. Und schon wieder verbraucht.
Na, willst du nochmal auf die Fresse? Kriegst du. Orang-Kombo hinterher! Und eine Dr. Disk! Wie viel zieht denn die Doppel des Dr. Disk? Powerlocke des Todes ab! Ah, gar nicht mal so viel. Schade. Komm, setzen wir es nochmal ein. Oh, das sind elegante Moves. Bleib wachsam und mach so weiter, bis es vorüber ist. Hallo, Krillin. Gut, hat das jetzt die Aufnahme geschadet? Mein Fernseher ging nämlich plötzlich aus. So, und weiter geht's. Oh, Krillin gibt mir jetzt gerade. Mein Fernseher hatte im Hintergrund ein kleines Update gemacht und plötzlich hatte ich Schwarzbild. Und deswegen gab's hier einen kleinen Schnitt. Ah, Krillin! Ich mach dich mit deinen eigenen Techniken platt. Orang-Kombo. Und des Dr. Disk hinterher. Und Powerlocke doppelt des Dr. Disk. Da, Key aufladen. Ey, ey, uncool. Mach mal hier, Habler. Und erledigen wir dich mit deiner eigenen ultimativen Technik, die irgendwie nicht getroffen hat. Zumindest nur eine von den beiden. So. Erledigt. Und ein neuer Feind, Piccolo. Ausdauer erhöhen. Das war's wert. Oh, Piccolo hat ein bisschen viel Leben. Vergleichsweise. Ha! Orang-Kombo! Sauber! Und Destructo Disk. Nochmal Destructo Disk. Ah. Piccolo weiß, was Ambach ist hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na, no. Hättest du gerne. Alter Schwede, nicht schlecht. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ah. Lockere die Schultern, du musst die Kraft hinter dich lassen. Lenk mich nicht ab, Kurokaishin. Alter Schwede. Ja, Piccolo ist schon da eine Nummer anders. Verglichen mit den anderen zuvor. Ach. Und das hat ihm nicht den Rest gegeben. Aber vielleicht die normale Distanz. Arschloch. Hat er mit seiner Key-Explosion verhindert, dass ich mein Destructo Disk abfeuern kann? Hm, du bestehst den Test. Vergiss nicht, weiter fleißig zu trainieren. Ein Rang-Set, das ist gut. Okay. Trophäe, du bist des Todes! Okay. Eine interessante Trophäe. Dafür, dass ich einen Test absolviert habe. Krillin bietet jetzt eine Speziallektion im Geschäftsviertel an. Yeah. Gut gemacht, du hast den Test bestanden. Du kannst jetzt Unterricht bei neuen Ausbildern nehmen. Du solltest die neuen Ausbilder begrüßen und die neuen verfügbaren Lektionen nutzen. Tja,
Dann machen wir doch glatt, ne? Aber Krillin ist nicht hier. Das heißt, ich muss extra zum Geschäftsviertel. Na gut, machen wir das gleich. Erstmal muss ich mal kurz kacken. Gucken, nicht kacken. Attribute boosten. Ich hoffe, dein Lachen kann man im Hintergrund hören, Schatz. So, alles. Ich bin ja so der ausgeglichene Typ, deswegen mache ich hier gern alles gleichmäßig. Was geht hier noch? Ich habe 2 Punkte frei. Was gebe ich denn hier? Key ist Grundangriff. Mache ich hier die beiden Punkte auf. Grundangriff und dann passt das. Bestätigen. Jo. Kampfobjekte ändern. Was habe ich denn hier überhaupt? Eine kleine Kapsel mit Defensivkraft im Inneren stellt deine eigene Ausdauer ein wenig wieder her. Eine kleine Kapsel, die Schleim entfernt und kurzzeitig Veränderungen, dass er dich verlangsamt. Okay. Sowas brauche ich eigentlich gar nicht. Fähigkeiten ändern lasse ich noch erstmal so. Wie sieht es mit meiner Ausrüstung eigentlich aus? Okay, nee. Das sieht ja dann ein bisschen komisch aus. Auch wenn sich gewisse Sachen sich erhöhen, einige gehen auch verdammt viel zurück. Nee, das brauche ich nicht. Und ich finde das Ninja Katana schick. Super Seelen habe ich auch noch keine. Lass mir so, wie es ist. Geschäftsviertel. Wo ist denn das Geschäftsviertel? Geschäftsviertel. Da bin ich ja schon. Und irgendwo hier müsste auch Krillin sein, oder was? Da! Oh, dun. Hallo Krillin! Ja. Ah, du kommst genau richtig. Mir ist gerade eine gute Trainingsmethode in Condon City eingefallen. Willst du sie versuchen? Ich nenne diese Trainingsmethode gerne Milchlieferung. Sie ähnelt etwas, das Son Goku und ich früher gemacht haben. Ist also nicht gerade originell. Schau vorbei und probier sie mal, wenn du magst. Krillin hilft dir beim Training, indem er dich Milch an bestimmte Zeitsoldaten in Condon City liefern lässt. Beeile dich und melde dich bei Krillin zurück, um noch bessere Belohnung zu erhalten. Drücke R2, während deiner Lieferung die Karte aufzurufen. Lieferziele sind durchaus ein Symbol gekennzeichnet. Du kannst X drücken, wenn ein Schritt landet, um dich schneller zu bewegen. Solltest du allerdings das falsche Timing haben, gegen etwas stoßen oder irgendwo herunterfallen, verschüttest du die Milch, wodurch die Aufgabe fehlschlägt. Okay. Ja, ich möchte es probieren. Denk daran, dass du in dieser Übung nicht fliegen kannst. Du scheiterst auch, wenn du von weiter oben herabspringst. So, legen wir los. Auf die Plätze, fertig, los. Ach du Scheiße, okay. Und schon habe ich es kaputt. Die Milchkiste ist dir runtergefallen. Du hast die Übung nicht geschafft. Okay, wie geil. Ja. Ich möchte es nochmal versuchen. Das ist ja mal interessant. Ja, ganz vorsichtig. Ich möchte zu Wahoo. Verkehr frei, Zebrastreifen frei. Hallo. Hey, ich habe schon gewartet. Danke für die Lieferung. Eines meinesgleichen. Du hast die Lieferung erledigt. Oh, scheiße, was stand da jetzt? Und dann muss ich jetzt zum nächsten Ziel oder zurück zu Krillin? Hey, nochmal zurück zu Krillin. Tralala. Hallo, Krillin. Ja. Wie? Du bist mit der Lieferung schon fertig? Das ging aber schnell. Damit hätte ich nie im Leben gerechnet. 3 ZP-Medaillen erhalten. Sag mal mich, du hast von mir erhalten. Mutnoroshis Panzer. Okay. Was meinst du? Keine schlechte Übung, stimmt's? Du trainierst dabei nicht nur, sondern verdienst auch noch ein wenig Geld. Haha. Mach auf jeden Fall weiter mit deiner guten Arbeit als Zeitsoldat. Und komm wieder vorbei, wenn du Lust auf weitere Lektionen hast. Ja, okay. Und wie kriege ich jetzt einen neuen Meister? Oder? Was meinst du? Keine schlechte. Okay, das war's. Oh,
Da sehe ich einen Punkt. Verkehr ist frei. Aufnehmen. Energiekapsel. Das ist doch schon mal nett. Orange City. Hast du... Willkommen, zurzeit steht die mittlere Stufe offen. Wahrscheinlich für die fortgeschrittene Klasse ist noch nicht verfügbar. Wenn keine neuen Tests verfügbar sind, kannst du ältere erneut ablegen. Nein. Okay. Hätten wir das. Aber was jetzt? Ah, da oben sehe ich ein Quest-Event. Reisen wir nach da oben. Uhu. Bambuswald. So, hallo. Ganto. Na, ich spring. Reden. Reden. Geht doch. Ah, du bist einer von den Zeitsoldaten, von denen ich so viel höre. Ich höre, dass ihr ziemlich stark seid. Stimmt das? Ich werde es herausfinden, wenn wir kämpfen. So, ich hoffe, du bist bereit. Komm jetzt und zeig mir alles, was du drauf hast. So, Shinigami Aeon vs. Ganto. Los geht's. Ach, schade. Ah, versuchen wir es nochmal. Zack. Ach, schade, schade, schade. Ich will diese Kombo unbedingt schaffen. Ihn wegkicken. Ganz hat die 4-Kombo. Und jetzt habe ich die X-Taste vergessen zu drücken. Scheiße. Nochmal. 4, 4, 4, 4, 4. Und zack. Nochmal weiterhin 4, X. Weiter draufhauen. Und Oran-Kombo. Und beenden wir es. Falls ihn das kalt macht, es macht ihn kalt. Und Level up. Das Ausbilder-Event ist verfügbar. Öffne die Karte. Alles klar. Oh, ich gebe auf. Ich hätte nie gedacht, dass du so stark bist. Dabei habe ich aber den Eindruck, dass du noch stärker werden kannst. Leute wie wir können sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. 2 Sterne, Dragon Ball. Uiuiui. Ja, irgendwas mit Ausbilder-Ding. Jetzt muss ich da zurück zu dieser Highschool. Und zack. Und da-da-da. Ich fühle mich ja ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft. Ein Hoverboard, hier. Zack. Hallo, Krillin. Hast du was für mich? Hallo, ich habe dich schon erwartet. Sieht aus, als wärst du stärker geworden. Ich sollte dir so langsam eine ganz besondere Technik beibringen. Darauf habe ich mich schon gefreut. Wir können dein Training jederzeit beginnen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Okay, trainiere mich. Lektion 4. Mhm. Ups. Streukamehameha. So, okay. Das heißt, einen schönen Cyberman oder Pflanzenmann. Und gegen Krillin müssen wir also kämpfen. Ach, das ist die Technik. Ah, oh, nee, die mag ich nicht. Jetzt fällt's mir wieder ein. So, feuert eine Ki-Welle gerade nach vorne ab, die dich unmittelbar von dem Gegner ausspaltet und zu einem Flächenangriff wird. Habe ich das Streukamera bekommen? Ah, okay. Aber ist das vielleicht doch eine andere Technik? Au, 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 au. Ja, erstmal muss ich aber... Ich habe hier ja ganz andere Techniken. Ich habe eine normale Energieladung hier. Uncool. Okay. Jetzt. Streukamera mehr. Nee, das ist doch eine komplett andere Technik. Ich dachte, diese, die er so mehrmals abfeuert. Aber es ist möglich, die Technik, die Krillin ja bei der Saiyajin-Saga schon abgefeuert gegen die Cybermänner.
Habe ich gerade die Technik verwechselt. Aber es macht Sinn. Aber irgendwie trifft diese Technik auch nicht. Oder setze ich die nun verkehrt ein? Ach, scheiße. Jetzt ist Dreieck des Doktor-Disc oder was? Warum hat er hier meine Kombos verändert? Naja, gut. Streukammer! Ah, endlich habe ich einen damit getroffen. Versuchen wir es nochmal hier. Die treffen nichts. Okay, ich bleibe bei der Meinung, dass die Technik doch kacke ist. Ja. Okay, jetzt muss ich wohl die Technik in der Praxisübung einsetzen. Oder sie zumindest von den eliminieren. Habt ihr es gesehen? Null Damage! Null! Ich mag die Technik nicht. Mal schauen. Erledige ihn das jetzt bitte. Null. Was mache ich denn falsch? Au, au. Mal schauen. Trifft null. Nix. Scheißtechnik. Will ich nicht haben. Na, wo sind denn die anderen? Hallo? Okay, warte mal kurz. Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Versuchen wir es nochmal. Moment, Streukammer mehr. Okay, doch nicht. Ich glaube, ich kann nämlich entscheiden, wann ich das aktiviere. Nach oben, also upsala, Destructo, das war jetzt nicht gewollt. Dass ich steuern kann, wann er es, wann nach oben schießen, dann sich verstreut sozusagen. Aber irgendwie doch nicht. Ich kapiere die Technik nicht, egal. Man muss ja auch nicht diese Technik anwenden. Aber ich will es! Nee, ich habe keine Ahnung. Ein Wunder, die Technik trifft mal.
Na los, Krillin, komm her. Alter, Krillin macht mich platt. Auf einmal trifft die Technik so gut. Versuchen wir es nochmal. Meine Ausdauer neigt sich ein bisschen dem Ende. Alter! Was macht er mir hier für ein Damage? Krasser Scheiß. Gute Arbeit, das war die Übung. Das hast du toll gemacht. Es ist schwer, mit deinem Fortschritt mitzuhalten. Du bist erstaunlich. Und wieder ein paar Punkte dazu bekommen. Streukammer haben wir ja als Fähigkeit bekommen. Die werde ich aber nicht einfristen. Ich finde die Technik ehrlich gesagt nicht so pralle. Aha, du hast es geschafft. Du bist wirklich was Besonderes. Halt, warte, ich muss dir die Technik erst noch erklären. Die Streukamehameha eignet sich perfekt, wenn du viele Gegner hast. Das wird bestimmt nützlich sein, deshalb solltest du diese Technik meistern. Das ist das Letzte, was ich dir zeige. Viel Glück, ich drück dir die Daumen. Ja, okay, danke schön. Kriege ich jetzt einen neuen Meister eventuell? Was folgendes erhalten? Der stärkste Ehrenkrieger 1. Okay. Wenn deine Beziehung zu einem Lehrer eine bestimmte Stufe erreicht, erhältst du eins sein Zeichen. Du kannst bis zu 3 Zeichen auf einmal ausrüsten. Du kannst die Zeichen anderer Spieler zeigen, wenn du ein Zeichen. Kannst Zeichen ausrüsten und deinen Spitznamen ändern, indem du. Nee, will ich nicht. Du hast es verdient, mein Schüler zu sein. Also, was willst du. Ja, okay. Trainiere mich. Hast du irgendwas Neues für mich? Natürlich nicht. Okay. Ja, gut. Was ist er eigentlich mit seinen komischen Fragezeichen hier? Kann ich ja gleich mal machen. Rokaischen. Gibt mir ja nichts mit Meistern. Ich frage ihn mal ganz kurz. Hey, kennst du die Zeremonie des alten Kaioshins zu schließen schlummernder Potenzial? Das ist ein fantastisches Ritual, das die verborgenen Kräfte selbst der mächtigsten Krieger erschließt. Hey, das klingt einfach fantastisch. Willst du nicht wissen, was es für ein Ritual ist? Wenn ja, dann neige dein Haupt in Respekt vor mir. So eine Gelegenheit gibt es nicht jeden Tag. Ja. Okay. Grüßen? Nein. Henning. Ninja-Verbeugung. Zählt das? Zählt nicht. Fusion rechts? Ah, cool. Was gibt's noch so Schönes? Totstellen! Nette Spielerei. Nette Spielerei. Aber was gibt's noch so? Bauchweh? Auf Wiedersehen. Ja, so kann man das natürlich auch machen. Naja. Gibt es irgendwie nicht irgendwie einen Lehrer, den ich noch irgendwie kriegen kann, wenn ich Krillin schon abgeschlossen habe? Klassenzimmer. Kann ich da rein? Vielleicht treffe ich ja Son Gohan. Ja,
Nee. Aber er hat auch so ein Fragezeichen. Hallo, lernst du fleißig bei deiner Ausbildung? Ich möchte dir das hier geben, weil du dich so angestrengt hast. Oh, cool, danke. Na gut. Ist wohl nichts. Ich glaube, fürs Erste war's das. Zumindest erkenne ich hier gerade auf der Karte nichts, was ich noch machen könnte. Fürs Erste zumindest. Von daher sage ich erstmal, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.